Zur Messung der Fallzeit eines Wassertropfens verwenden wir in unserem Versuch ein Infusionssystem, um eine gleichmäßige Tropfenbildung zu haben und um mögliche Luftströmungen auf den Tropfen zu eliminieren. Zwei Laser sind so positioniert, dass der Tropfen des Infusionssystems eine Messstrecke von 5 cm durchfallen kann. Die Laserstrahlen durchdringen den Infusionsbehälter und treffen auf die gegenüberliegenden Phototransistoren der Lichtschrankenempfänger. Sobald ein Tropfen den ersten Laserstrahl unterbricht, startet die Stoppuhr mit einer Genauigkeit von einer Hundertstel Sekunde und wird beim Durchfallen des zweiten Laserstrahls gestoppt. Das Starten und Stoppen der Stoppuhr wird akustisch mit einem Ton markiert und optisch mit einer roten Leuchtdiode angezeigt. Da die Stoppuhr die Fallzeiten von mehreren Tropfen addiert, lässt sich besonders einfach der arithmetische Mittelwert bilden, der sich in unserem Fall aus 10 Messungen ergibt. Zur Demonstration führe ich jetzt ein Reset aus, damit die Messungen auf der Stoppuhr beobachtet werden können. Der Mittelwert aus 10 Messungen ergibt eine durchschnittliche Fallzeit von 0,1 Sekunde, in der der Tropfen die Lasermessstrecke von 5 cm durchfällt. Aus der Fallstrecke und der gemessenen Fallzeit ergibt sich mit der Formel g gleich 2s geteilt durch t² eine Erdbeschleunigung von 10 Metern pro Sekunde Quadrat.